Es geht weiter bei Valiant Hearts. Und dieses Mal, unser Hund bellt hier, wir müssen irgendwie an diesen Schlüssel kommen. Und diese Glocke. Ah ja, die können wir schlagen. Ja, was wollen wir denn? Ein Schlüssel da hinten. Dann haut er wieder ab. Jetzt gucken wir, was wir hier machen müssen. Okay, wir brauchen hier wohl irgendwas. Du bist ein Guter. Gut, da wir die Kurbel da haben, gehe ich davon aus, dass wir die Flagge, die Fahne brauchen. Ah, und hier gibt es Äpfel. Können wir da irgendwas... Nein. Ja, zack. Ah, was hat denn der uns jetzt gegeben? Die Gazette des Arden. Okay. So. Ja, gut. Diesen Helm. Ah, wir brauchen den Schlüssel, meint er. Also der Hund kann den Schlüssel nicht... Vielleicht kann er den holen, wenn wir... Das ist jetzt einfach mal nur eine kurze Vermutung. Ah gut, wir kommen ja nicht dahinter, aber vielleicht können wir den Schlüssel selber runterschmeißen hier. Hol ihn! Geht nicht? Was für ein... Hier, richtiger Hausmann. Guckt immer, dass hier Ordnung ist. Auch den Schlüssel liegen lassen können. Und da wir mit der Glocke ja irgendwie nichts erreicht haben, würde ich sagen, wir holen den und werfen einfach die Schlüssel runter. Und das funktioniert einwandfrei. Hammer. Ah, Hund, hier. Psst. Bist du bescheuert? Willst du den Schlüssel wieder zurückgeben oder was? So, und ich denke mal, wir kommen jetzt oben durch die Türe. Gut gemacht, mein Kleiner hier. So, wir schauen, ob es hier was zum... Hier ist unser Helm. Schick siehst du aus. Ja, brav. Ah, und da scheint wohl... Hier ist eine Fahne. Und das sind total die komischen Bildchen da drüben. Auf der Scheibe, auf dem Fensterglas. Und wieder mal 1, 2, 3. Was könnte das bedeuten? Rechts unten 1, links oben. Rechts oben 2, rechts unten 3. Also, rechts 1, rechts oben 2, rechts unten. Okay. Ja. Also entweder müssen wir nach rechts unten, aber können wir zweimal nach rechts unten gehen? Oder bedeutet es nur 1 nach rechts? Nee, 2 nach rechts geht dann auch nicht. Nein, das wäre total sinnlos. Dicke Taube, wir brauchen dich nicht. Wir versuchen das jetzt mal so hier. Also wir hatten rechts unten 1. Dann waren wir hier bei der 2. Dann müssen wir wieder nach rechts. Also zweimal rechts unten geht nicht. Jetzt probieren wir mal mit der 3. Nö. Also behalten wir das einfach mal jetzt im Hinterkopf. Ich hoffe, das ist die Fahne und nicht irgendeine Decke. Jo. Und was ist das für eine komische Flagge hier? Bringen wir die mal hoch einfach. Tata, ist die oben? Jetzt haben wir gar nichts davon. Schauen wir mal, ob wir irgendein Fenster haben, wo wir da durchgucken können. Das muss hier irgendwo rechts sein. Ah, da ist die Fahne, ja, cool. Du bist ein Guter. Aber diese 1, 2, 3. Jetzt Moment mal.
Also wenn man das jetzt genau so mal hinlegen würde. Das steht mit uns. 1870. Dieses I könnte aber auch eine 1 sein. Und das S eine 5. Aber wenn wir ein bisschen nach rechts gehen, kann es natürlich auch 1, 1. Nee, kann es nicht, weil die 2 nicht auf der 1 ist. Also ich gehe davon aus, dass es 8, 1, 5 heißt, oder? 8, 1, 5. Puh. Na gut, eine andere Bedeutung hätte die Fahne ja nicht, die Flagge, weil wir nichts angezeigt bekommen haben, dass es uns was gebracht hat. Was hatten wir jetzt? 8, 1, 5. Ah, tatsächlich. Woo! Voll gut. So, was haben wir denn hier noch? Zerbrochenes französisches Bajonett. Okay. Aufheben können wir nichts mehr. Streichen können wir weiterhin. Oh, und da beginnt der Krieg. Die Franzosen kommen. Oh, da weiß man gar nicht, wo hin. Da brennt schon. Oh, das arme Pferd hier hinten. Ah, da sind wieder Bomben. Und rein, und rein, und rein. Oh. Oh, das ist schlimm. Den können wir wohl auch gar nicht mehr helfen hier. Schlimm zu sehen, auch wie der Hund hier leidet. Kommst du mit? Ich könnte euch noch Saint-Mihiel und Ausdehnung des Gaseinsatzes durchlesen. Das war jetzt aber eher zuverlässig. Deiner tut mir leid, aber wir müssen jetzt hier leider weggehen. Süßer, da können wir leider nichts machen hier. Kommst du? Ja. Hast du ja jetzt mich und du hast Emil und... Was müssen wir denn hier jetzt machen? Okay, ach, es geht schon weiter. Hier geht's wieder voll zur Sache. Find's immer lustig, dass sie... Überall, wo diese kleine Hindernisse sind, immer kleine Höhlen für die Hunde. Für die Hunde. Okay, da geht's runter. Und wieder sind wir hier in einer Mine. Ich mag Minen überhaupt nicht. Kommst du nicht hin? Ein bisschen schwierig hier. Okay. Gar nicht hoch hier. Können wir uns da irgendwie aufhängen. Ups. Ah, da können wir noch was einsammeln, sehe ich gerade. Und da haben wir einen Flachmann. Hatten wir nicht schon mal einen Flachmann? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich dachte, wir hätten mal einen Flachmann gehabt schon. Schlimm. Jetzt gucken wir einfach mal weiter. Wir müssen ja irgendwie hier. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass
Können wir das nicht irgendwie bewegen? Nun scheint nicht so, aber auf jeden Fall. Doch, das können wir bewegen. Das ist ja geil. Und ich glaube, ich weiß es auch. So, haben wir es genug bewegt? Ha ja. Ja, Jackpot. Braves Tier. Ja gut, ja, warum nicht? Wie diese Zunge da raushängt, super. Ah, nehmen wir mal Teamwork hier. Schauen wir mal. Zweite durchkämpfen hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir trotzdem nach draußen müssen. Ah, das sieht cool aus hier mit dem Hund. Nach links. Gehen wieder mal nach rechts hier rüber. Ah ja, hier ist ein nächster Weg. Ah, es scheint. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Jetzt dürfen wir wohl Freddy wieder weiterspielen, aber bevor wir den beim nächsten Mal weiterspielen, machen wir einen kleinen Cut und ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. So langsam die Story hier, ja, spitzt sie sich ein bisschen zu. Man merkt auch, dass ein bisschen mehr Wert auf Emotionen gelegt wird. Wenn ich hier und da immer wieder ein kleines Späßchen oder so mache, keine Sorge. Das Spiel an sich habe ich schon verstanden, also es soll auch emotional sein und das tut's auch. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und bisher gefällt es mir wirklich sehr gut.